Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit. Wenn wir Festhütte stellen, wenn wir den Aufbau machen für ein Fest oder wenn wir eine Versammlung haben, man merkt hier schon, dass es Leute hat, die hier draus kommen. Es ist nicht leicht, so einen Verein, der über 100 Mitglieder hat, zu führen. Und das ist auch das, warum es der Velo-Club so stark geworden ist. Er ist jetzt stark geworden, weil er finanziell gut aussteht. Er ist auch stark geworden, weil die Leute das estimieren, was der Verein bringt im Dorf. Wenn drei Schweizer drei Eben lang zusammen hocken, machen sie nachher einen Verein. Es gibt kein Land mit so vielen Vereinen wie bei uns. Wir brauchen das alle, es ist alle gentechnisch. Die Schweizer wollen einfach einen Verein. Zuhinterst im idyllischen Fischingertal schmiegt sich das kleine Fricktaler Bauerndorf Schupfart an den nordöstlichen Ausläufer des Tiersteinberges. Schupfart lag bis heute so sehr abseits der Heerstraße, dass kaum jemand außerhalb des Bezirkes auch nur den Namen kannte. Wer jedoch meint, die Leute hinter den sonnigen Hügeln seien auch hinter dem Mond, der muss sich eines Besseren belehren lassen. Also ich bin 1954 bin ich zum Velo-Club Schupfert gegangen. Dort war der Velo-Club Schupfert nicht ein grosser Verein. Der war dort in der Situation, ob er noch weiter bestehen kann oder ob er auseinander ausgeht. Wenn Sie noch schnell eine Geografie-Lektion wollen, dann bitte. Schupfert hat 500 Einwohner und liegt bei Obermumpf. Obermumpf liegt bei Mumpf und Mumpf liegt bei Walbach. Und alles zusammen gehört zum Fricktal.